Hallo Trainerkollegen und Fußballfreunde. Heute möchte ich euch ein Spielprinzip vorzeigen, Freilaufbewegung, Freilaufverhalten. Das ist sehr wichtig für unser Positionsspiel im Aufbauspiel, Übergangsspiel und im Angriffsspiel. Ich werde euch die drei wichtigen Freilaufbewegungen nochmal vorzeigen. Das wäre die horizontale Bewegung, vertikale Bewegung und die diagonale Bewegung. Wir beginnen mit der horizontalen Bewegung. Eine horizontale Bewegung wäre wichtig, zum Beispiel, wenn ihr den Gegner in Bewegung bringen sollen und auch Räume öffnen. Wie wäre das der Fall? Wir möchten jetzt hier die Nummer 9 anzuspielen. Wie machen wir das? Wir versuchen, dass unsere zwei zentralen Mittelfeldspieler sich horizontal bewegen, indem sie nach rechts bewegen und diesen zwei gelben gegnerischen Mannschaft wegziehen. Das wäre jetzt in diesem Fall hierher. Und es entsteht Raum und wir können einen diagonalen Pass zum Stürmer anspielen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass wir durch Zwischenlinienräume, wenn wir diese besetzen, das wäre jetzt in diesem Fall, wenn wir hier die Nummer 8 haben und wir uns sagen, okay, wir möchten den freien Raum hier für die Nummer 7 wegspielen, dann gehen wir aus dem Zwischenlinienraum, die Nummer 7 bietet sich an und wir können einen vertikalen Zuspiel zum 7er spielen. Zur vertikalen Tiefenläufe, das wäre auch ähnlich eine gegenläufige Freilaufverhalten, wäre ein Beispiel, wenn sich die Nummer 7 hier, sagen wir, im Zwischenlinienraum bewegt und wir eigentlich sagen, okay, der Innenverteidiger hat die erste Linie überspielt von zwei Stürmern und hat die Möglichkeit eigentlich durch die Freilaufbewegung vertikal den Gegner zu ziehen. Das heißt, ein Außenverteidiger und Innenverteidiger können mitgehen, weil sie den Gegner binden und die Nummer 8 hat diesen freien Raum hier und kann mit einem Chipball angespielt werden. Das wäre eine vertikale Freilaufbewegung oder eine gegenläufige. Die Nummer 7 kommt an und die 8 geht in den freien Raum. Und die diagonalen Freilaufbewegungen wären zum Beispiel, wenn wir als Außenverteidiger, sage ich als Beispiel, einen Außenverteidiger haben, der gegnerische Außenverteidiger attackiert ihn und die Nummer 11 macht einen diagonalen Freilaufverhalten, dann entsteht, wenn das gemacht wird, entsteht hier ein Raum, dann muss die Nummer 2 entscheiden, entweder wird er attackieren, wird er zur Nummer 11 gehen oder er muss eine Deckung schaffen, dass damit er den Raum verteidigt, dass keine Zuspiele kommen. Wird jetzt in dieser Phase der Raum gedeckt, kann ein Zuspiel zur Nummer 11 stattfinden. Wenn attackiert werden kann, dann sollen wir den Ball sichern und unsere 10 wird absetzen und wir den Ball gesichert haben. Oder er denn zu der Nummer 11 geht und die Nummer 9 kann sich ruhig in diesem Raum anbieten, weil sich der Raum öffnet und angespielt werden kann. Das wären kurz drei Beispiele, was bedeutet für uns eine horizontale, vertikale und diagonale Freilaufbewegungen. Die sind sehr wichtig im Fußballspiel. Heutzutage ist das das A und O, weil durch diese ganzen Freilaufbewegungen öffnen sich Räume. Wir können auch durch Druckerzeugung auch die Räume öffnen, indem wir auch kurz durch Antrippeln den Raum nutzen, den Gegner binden und uns eigentlich frei laufen. Das wäre, wenn ich euch kurz ein Beispiel gebe, ein Innenverteidiger hat den bespielten Raum, er trippelt so lange, bis sich diese zwei anbieten. Das heißt, wir haben den Gegner angebunden und sagen, okay, wir haben eine Anspielstation, am besten die vertikale und somit haben wir eine Bespielung, Linie überspielt und dann haben wir mehrere Anspielstationen. Das wäre eigentlich das Wichtige, indem wir die Freilaufverhalten gemacht haben.